und wir schauen jetzt nach Potsdam. Dort nimmt die neue rot-rote Landesregierung heute ihre Arbeit auf. Der wiedergewählte SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat dazu am Vormittag eine Regierungserklärung abgegeben. 2 Monate nach der Wahl steht die neue Regierungsmannschaft. Doch besonders Brandenburgs neuer Innenminister ist nicht unumstritten. Er kommt als erster zur Landtagssitzung. Heinz Schröter, der neue Innenminister. Er hat das Schlüsselressort im Team des neuen Ministerpräsidenten Woidke. Heute Regierungserklärung, Startschuss für die neue Regierung. Sie können sich darauf verlassen, dass die von mir geführte Landesregierung eine größtmögliche und vor allem auch flächendeckende Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen will. Doch vor allem wegen des Innenministers knackt es schon jetzt im Regierungsgebälk. Der SPD-Mann ist einer des rechten Flügels. Ein Problem für Woidkes rot-rote Regierung? Denn als Landrat ließ er als einziger in Brandenburg Asylbewerbern Gutscheine statt Bargeld geben. Linke und viele in der SPD lehnen das ab. Und kürzlich ließ er zügig Bundeswehrkasernen zu Flüchtlingsheimen umbauen. Hauptsache Unterkunft, sein Motto. Die Massenunterbringung jedoch ist umstritten. Hart, aber effizient war sein Ruf als Landrat. Nun soll er als Innenminister eine Kreisgebietsreform durchdrücken, Städten die Eigenständigkeit streichen. Widerspruch garantiert. Man verliert diese kommunalpolitische Prägung nicht, wenn man in eine andere Funktion kommt. Das ist, denke ich, eine gute Voraussetzung, gerade für die Reformen bei Gemeinden und bei Landkreisen. Und Gegenwind sind Sie gewöhnt? Ja, erprobt. Gegenwind auch garantiert, dank seines Staatssekretärs. Arne Feuering war bisher Polizeipräsident und ist ebenfalls umstritten. Die Kriminalstatistik und Einsatzzeiten habe er zu Wahlkampfzeiten manipuliert, so die Opposition. Und im sogenannten Maskenmann-Prozess habe er Ermittler beeinflusst. Kaum der richtige Mann am richtigen Platz, meint die CDU. Bei allem hat einer ganz oben den Hut auf. Das ist der Polizeipräsident des Landes Brandenburg und die Treppe muss von oben gekehrt werden. Deswegen ist es merkwürdig, dann diese Personalie sozusagen zum Innenstaatssekretär zu machen. Alles unbewiesen, sagt die Regierung. Unbestritten hingegen ist die miese Stimmung in der Polizei, ein hoher Krankenstand. Schuld daran, Personalkürzungen der Polizeireform, meint die Gewerkschaft, und die wird wohl weitergehen. Die 7.800, die im Koalitionsvertrag geschrieben stehen, das ist kein Grund zum Jubel für uns, weil wir sind jetzt bei über 8.200 Polizisten und es klemmt an jeder Ecke. Reichlich zu tun für Dietmar Woidke und seinen neuen Mann auf der Regierungsbank. 5 Jahre können da sehr kurz sein.